Einfach hart bleiben und sehen wir Fragen dazu, warum machen wir das? Was die Antwort? Das ist einfach geil, ne? Schnell ist genau das Falsche. Man muss einfach ruhig bleiben und nicht zu überhasten. Das ist alles so richtig eingestellt, das flutscht von alleine. Das war gerade in die Nacht so rein, also das ist immer ganz gut, wenn du halt direkt ausfährst in die Nacht. Das ist mal was anderes mit Umgewöhnung, Bremspunkten, wie auch immer. Today's race day. Dieses Video wird dir präsentiert vom Ridelink Wingman, deinem digitalen Sozius fürs Motorradfahren. Motorsport hautnah erleben, ich glaube, so kann man das nur auf einem Langstreckenrennen, um genau zu sein, auf einem 24-Stunden-Rennen. Ich bin hier in Le Castellet, wo das überragend und legendäre 24-Stunden-Rennen von Boldor, der Langstrecken-WM, um genau zu sein, der EWC, ausgetragen wird. Ich bin heute dabei bei unserem lieben Ja-Team, das kennt ihr ja schon alle. Und wir hatten heute das Qualifying und morgen geht es in ein 24-Stunden-Rennen durch alle Stunden dieser Tages- und Nachtszeit. Durch alle Lebensphasen, die ein Rennfahrer so mitmachen kann, von Höhen und Tiefen. Und ich hoffe, dass am Ende des Tages eine gute Platzierung für das Jahr-Team dabei rauskommt. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe sowas noch nie live mitbekommen. Ich werde für euch 24 Stunden wach bleiben, um ein geniales Video, um einen genialen Film von diesem absolut hautnah Gänsehaut-Feeling Motorsport für euch mitzunehmen. Ich hoffe, das ist ein bisschen spannend für euch, deswegen bleibt am besten dran und kommt mit in diese verrückte Welt. So, wir sind jetzt im zweiten Qualifying. Gestern im ersten Qualifying hat es geregnet. Jetzt im Moment ist der Karel Hanniker draußen. Im Moment stehen wir auf Platz 2. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Schauen wir mal in die Zeitnahme rein. Ich habe es jetzt die letzten 10 Sekunden selber gecheckt. So, der Karel wäre jetzt der schnellste gewesen mit 1,527. Leider ist die Runde nicht mehr gewertet gewesen, weil er da schon abgewunken wurde. Er hat quasi noch eine Fleißrunde gemacht. Es sieht so aus, als wenn das Gesamtteam jetzt auf Platz 2 von Platz 2 starten würde ins Rennen. Jetzt ist aber noch der Steiner Philipp draußen, unser Ersatzfahrer. Ich weiß aber nicht, inwiefern das in die Wertung eingeht. Ich glaube eher nicht. Von dem her, Suzuki ist halt extrem stark. Die waren im Qualifying mit einem Fahrer gegenüber Marvin, glaube ich, fast eine Sekunde schneller als wir. Und die hat 8 km/h mehr Topspeed am Ende der Geraden. Das macht dann auch die Rundenzeit aus. Von dem her, Suzuki ist echt stark. Aber so wie es aussieht, sind wir auf jeden Fall möglicherweise auf Platz 2 gesamt. Das letztendliche Ergebnis vom Qualifying ist noch nicht draußen. Aber der Steinmeier Philipp ist jetzt auch auf P3 von den Ersatzfahrern, was ich sehe. Oder P3 ist er? Ja. Gut, gut. So, die kommen jetzt rein für ein Pitstop-Training. Und da kommen jetzt irgendwelche alten Reifen drauf, einfach nur zum Trainieren. Gigantisch, wie schnell das hier vorbeifahren. Jetzt müsst ihr gleich kommen.
rendez-vous sur le site club14.com. La région, partenaire principal du Bol d'Or, à bord de son car podium à l'entrée du circuit. De nombreuses animations vous attendent. Das war noch mal ein Boxenstopp, das ist mal richtig schnell gegangen. Hoffentlich tut es beim Rennen auch immer so schnell gehen, vor allem über die Distanz. Jede Stunde. So, das Qualifying ist um. Die A-Truppe steht auf Platz 2 overall. Das heißt, wir starten morgen um 15 Uhr, Samstag 15 Uhr, vor dem zweiten Platz im Le Mans Start. Wow, wir sind gespannt hinter Suzuki, wie sich das ausgeht. Aber es sind ja 24 Stunden, also von dem her könnten wir... Ist der Startplatz vielleicht nicht so ganz wichtig, obwohl das vielleicht so eine Prestige-Sache auch ist. Aber naja. So Marvin, erst einmal Glückwunsch zum Platz 2 fürs Qualifying. Merci, danke. Ich würde mal einfach fragen, wie du da rangehst, wenn du weißt, okay, du machst das 24-Stunden-Rennen und du machst wie viele Stints insgesamt in den 24-Stunden-Rennen? Kommt darauf an, wie es läuft, aber normal so 11 Stints oder so pro Fahrer, 10-11 Stints. Also 11 Stints für eine Stunde jeweils, ne? Knapp eine Stunde, also 55 Minuten zwischendrin ist ein Stint und ja, klar, kommt davon, wer den Start macht und ja. Wird auf jeden Fall hart. Wie gesagt, die Strecke ist nicht ganz so hart wie jetzt Le Mans. Aber klar, immer noch anstrengend, weil du pushst jeden Stint, als wäre es ein Sprintrennen. Die anderen Teams sind auch alle so stark. Und wird auf jeden Fall ein harter Job. Und ich freue mich schon auf Sonntag 15 Uhr. Wenn wir hoffentlich das Rennen beenden. Und klar, das Ziel ist, das Rennen zu gewinnen oder zumindest das Podest zu fahren und wichtige Punkte mitzunehmen für das Finale in Most in zweieinhalb Wochen. Und dann mal schauen. Aber das Rennen kommt eh meistens anders, wie man denkt. Und wir gehen auf jeden Fall unser Bestes, sind gut vorbereitet, haben einen guten Test hier gehabt und die Rennwoche war jetzt auch nicht schlecht. Qualifying auf Platz 2 war auch besser wie erwartet, weil die ganzen anderen Teams sind auch so stark und gerade im Qualifying fahren wir mit dem Rennmotor und haben quasi keinen Qualifying-Motor wie die anderen Teams. Und deswegen ist Platz 2 besser wie erwartet. Okay. Wie ist denn die körperliche Herangehensweise, wenn du weißt, du musst jetzt so viel Sport machen, in Anführungszeichen, also so extrem Hardcore-Sport. Wie gehst du daran? Versuchst du am Anfang so ein bisschen rauszunehmen, damit du noch mehr Reserve hinten raus hast, oder gehst du von Anfang an all in und sagst, okay, das musst du jetzt gehen? Du gehst am Anfang eigentlich voll in, also weil du kannst es nicht erlauben, irgendwie nur 90% zu fahren, weil jeder gibt von den Top-Teams, gibt jeder 100%. Und musst halt pushen von Anfang an und klar, ist schon hart. Klar, man versucht dann die Zeit zwischendrin sich zu erholen, wie es nur geht. Wenn man dann auf dem Bike sitzt, dann hat man doch wieder mehr Energie, wie man denkt. Und klar, so ein Stint ist saulang. Gerade am Anfang geht es, wenn man halt im Kampf ist, dann später, wenn man ein bisschen alleine ist und gerade in der Nacht. Ja, aber in der Nacht, denke ich, wird unsere Zeit kommen, weil da sind wir saustark, die Reifen funktionieren super. Haben wir gestern im Nachttraining schon gesehen und ja, wird auf jeden Fall sehr hart, aber geben jeden Sinn unser Bestes und hoffen wir, dass wir gut durchkommen. Okay, Marvin, dann wünsche ich dir alles Gute. Merci, danke. Danke. Ciao. Sepp, was macht das mit dem Motorrad vor dem Rennen noch? Alles putzen, schauen, dass alles hoffentlich gut ist. Also jetzt komplett zerlegen oder? Ja, mit der Gobra sind wir gestern im Ring gefahren. Okay. Schaut die Öllentechniker nochmal an. Okay. Ja, und sonst nur kontrollieren. In der Hoffnung, nichts zu finden. In der Hoffnung, wenn wir was finden, dass wir es jetzt tauschen. Das Rennmotorrad, da ist jetzt ein neuer Motor drinnen, den haben sie gestern schon getauscht. Quasi es ja mehr Motoren, einen fürs Qualifying, einen fürs Rennen und so weiter, damit die Distanz gegeben ist. Und jetzt wird das Motorrad komplett zerlegt, gereinigt, weil es gestern im Regen gefahren sind. Hier läuft schon einer mit der Gabel rum. Und genau, wird alles geprüft und in der Hoffnung, dass man nichts mehr findet. Und wenn man was findet, dass man es jetzt noch beheben kann, so wie der Sepp gerade gesagt hat. Und ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen Angst, mir noch einen Fehler einzubauen vor dem Rennen, aber bei den Jungs ist das quasi normal, dass das Motorrad einfach nochmal komplett zerlegt wird. You check the weight of the gas? Yes, I check the density of the fuel in this temperature. Okay. Then I have some data for... Especially for this temperature?
Steve, jetzt erklär mal, du bist ja für die Reifen zuständig. Ja. Wie machst du das, dass die Jungs, wenn die reinkommen, immer frische Reifen haben, die ganzen 24 Stunden? Also ich kriege von Bridgestone die Anordnung, dass ich immer wenn ein Fahrer rausmacht, liegt der neue Satz schon vorne. Okay. Weil er sein kann, okay, 3 Runden oder 4 Runden, dann ist irgendwas mit dem Motorrad, kommen immer trotzdem neue Reifen rein. Und sobald die Reifen rauskommen aus dem Motorrad, muss ich sofort Luftdruck messen und sofort ein Kind Bescheid sagen vom Bridgestone. Okay. Und wie viel Reifen sind jetzt, wie viele Hinter- und Vorderräder sind jetzt insgesamt prepared, also vorbereitet für, also ab dem Zeitpunkt jetzt zum Beispiel? Ich habe jetzt 4 Sätze schon vorbereitet fürs Rennen. Und so wie der erste Stint vorbei ist, werden die rausgenommen und sofort zur Bridgestone geschafft und wird neu aufgezogen. Und dann habe ich immer wieder Nachschub. Also was im Hintergrund so ein bisschen aussieht, als wenn jemand was tricksen würde, ist allerdings nicht so. Die Motoren werden quasi, man darf im Qualifying andere Motoren fahren wie im Rennen, um für das 24-Stunden-Rennen quasi einen maximal frischen Motor zu haben, der die Distanz hoffentlicherweise aushält. Und deswegen tauschen sie jetzt bei beiden Motorrädern den Motor, beziehungsweise bei dem Motorrad ist der Motor schon getauscht worden. Jetzt tauschen sie aber noch bei dem anderen, weil sie fahren morgen im Warm-Up mit 2 Motorrädern. Weil wenn irgendwas mit einem von den 2 Motorrädern morgen im Warm-Up ist, dann haben sie immer noch die Reserve mit dem anderen zu fahren. Also es gibt die Nummer 1 und es gibt die Nummer 2. Die Nummer 1 ist den Fahrern lieber, obwohl es eigentlich das gleiche Motorrad ist. Aber es hat wohl irgendwie so ein paar subjektive Unterschiede. Und deswegen fahren sie lieber mit Nummer 1, können aber im Worst Case auch mit Nummer 2 fahren. Oder springt nur hin und wieder an, hat irgendein Problem, den sie gerne als Ersatz haben im zweiten Motorrad. Und der springt jetzt nicht an. Im Moment finde ich es noch jeder so ein bisschen witzig, weil es noch früh am Nachmittag ist, Tag vor dem Rennen, aber wenn es jetzt später wird und sie den Fehler immer noch nicht gefunden haben, könnte das leicht unangenehm werden. Weil das schaut so geil aus, das Video. Hinter mir, wie ihr sehen könnt, ist die Yardbox. Da war jetzt gerade Autogrammstunde mit den Fahrern, mit Nicolo Canepa, Marvin Fritz und Karel Hanecker. Und jetzt gibt es ein Fotoshooting, denn wir haben nämlich einen Geburtstag der Yamaha, ein 60-jähriges. Und deswegen gibt es ein extra Design in Rot und Weiß von Motorrad und Fahrer. Und deswegen muss es jetzt auch noch fototechnisch festgehalten werden, hier in der Abendstimmung, einen Tag vor dem Rennen. Schaut euch das an, wie toll hier das Feeling ist und was für ein tolles Licht wir haben. Es brennt förmlich, der Asphalt. So, es wird Nacht hier im Süden von Frankreich. So ein erfolgreicher Tag für die Yard-Jungs. Morgen starten sie ins Rennen von Platz 2. Es war so gesehen kein stressiger Tag, aber das war auch nicht der einzige Tag, denn morgen wird es erst richtig interessant beim Start ins 24-Stunden-Rennen. Und das hinter uns, diese wunderschöne Abendstimmung, lässt uns erstmal erahnen, was passiert, wenn das Rennen morgen in die Nacht hineingeht. Guten Morgen! Oh. Ich habe versucht, ein bisschen vorzuschlafen. Aber es ist gerade mal 7:45 Uhr morgens. Länger habe ich es nicht ausgehalten. Weil die Nervosität steigt und ich wollte eigentlich vorschlafen, um die 24 Stunden so gut wie möglich irgendwie zu überstehen. Und ja. Kaffee. So, die Stunde der Wahrheit. Das schmeckt.
Tagen vorm Rennen. Es geht jetzt dann gleich ins Warm-up. Die Bikes sind vorbereitet, die Reifen, die Fahrer sind ready. Jetzt geht es auch ins Warm-up mit beiden Motorrädern. Kurzer Check, kurzes Warmwerden und dann sehen wir uns draußen am Grip um 15 Uhr. Feeling good, so I hope we're gonna have a little bit luck this time. Yeah, for sure. With these colors, I hope so. Okay, thank you, see mate. You later. Ich habe mich verabschiedet und hoffen auf einen geilen ersten Stint, auf einen sicheren ersten Stint und ich würde sagen, das Rennen beginnt jetzt. Dieses Video wird euch präsentiert von max2h.com, dem Spezialisten für Reifenmontiergeräte und Zubehör. Marvin hat jetzt nach sage und schreibe 31 Minuten die Führung übernommen. Er ist jetzt durch das Feld gepflügt von Position 10 vor auf das Dreierfeld von Honda, Kawasaki und Suzuki und hat sich jetzt durch die drei durchgearbeitet und der ist komplett verrückt, der ist komplett verrückt. Das ist nichts gut für unsere Nerven, ey. Das ist abartig. Alter! So, der erste Boxenstopp steht gleich an, in ungefähr 10 Minuten geht Nicolo raus, übernimmt das Motorrad, das immer noch auf der P1 steht. Naja, jetzt ist noch nicht einmal die erste Stunde vorbei. Wir sollen das jetzt noch 23 Stunden so gehen. Die Vorstellung macht mir ein bisschen Angst.
Komm, wir haben es. Sollen wir auf? Ja, den Hangsprung, die Scheiße. Es sind gerade mal jetzt 3 Stunden um. Also es müssen jetzt noch 21 Stunden sein, bis das Rennen quasi entschieden ist. Wir stehen im Moment auf Platz 3. Marvin ist wieder draußen. Wir haben jetzt quasi den dritten Wechsel hinter uns. Die Boxenstops haben perfekt funktioniert, ohne jegliche Probleme. Das Team ist im Moment noch top motiviert, ist noch keiner müde. Ich glaube, der Einzige, der müde ist, bin ich selbst. Und der Steve hat wahrscheinlich einen Sitzen. Hast einen Sitzen, oder? Lieber wär's. Ja, es fühlt sich so an, als wenn es sich das so eingroovt. Die fahren ihre Runden und jetzt werden wir dann später mal, wenn der Marvin reinkommt, nochmal zu ihm schauen. Wir werden uns ein bisschen was erklären lassen, wie es ihm da draußen geht, wie die Gefühle sind. Und ja, ich weiß nicht so ganz, ob ich jetzt den Abend, die Abendstimmung hier genießen kann, weil eigentlich wäre es schon schön dafür, aber die Anspannung bleibt natürlich trotzdem. Ja, bei mir war es so, dass der Anfang noch, das war gerade in die Nacht so rein, also das ist immer ganz gut, wenn du halt direkt rausfährst in die Nacht, ist immer was anderes mit Umgewöhnung, Bremspunkten, wie auch immer. Bei mir, ich habe eigentlich keine Bremspunkte, alles nach Gefühl eigentlich und ja, aber wenn man so in die Nacht reinfährt, dann ist man noch den Tag gewohnt und fährt dann so in der Nacht rein und fährt dann natürlich die gleichen Zeiten auch weiter. Ja. Und wir mussten jetzt halt von den Reifen weicher gehen, weil die Temperaturen jetzt einiges niedriger sind vom Asphalt. Also von über um die 50 jetzt auf um die 20. Und aber jetzt sind wir schon auf den Mischungen, mit denen wir die ganze Nacht durchfahren und die Zeiten passen auch. Und, ja. Also fühlst du dich fitter motiviert? Ja, noch sieben Stints vor uns, aber das wird schon. Passt. Na, schaut gut aus, super. Bis später. Bis später, ciao. Sie haben irgendwas geredet, haben sie aber nicht richtig verstanden und dann sprang die Kiste auch wieder in die Richtung. Ja, total abgefahren. So, die Jungs bereiten jetzt die Regenräder vor, weil ein Fahrer aus dem Fahrerlager hat gesagt, dass es hinten am anderen Teil der Strecke eventuell zum Niesel anfängt. Es muss natürlich extrem schnell sein, vorbereitet sein, dass wenn der Fahrer reinkommt, nach eigenem Ermessen, dass man sofort Regenräder zur Verfügung hat und der sofort wieder raus kann. Das könnte jetzt ein Vorteil gegenüber einem anderen Team sein, dass man da halt das schon wusste. Vielleicht, ne? Also die Jungs sind immer noch draußen mit Slicks, obwohl sie jetzt schon echt feucht wird. Die fahren jetzt 2,20er Rundenzeiten, also quasi 25 Sekunden langsamer, 26 Sekunden langsamer, als sie normalerweise fahren. Und sie trauen sich nicht reinkommen. Weil natürlich, wenn sie jetzt reinkommen, Reifen wechseln und dann trocknet es aber wieder ab, dann haben sie viel Zeit verloren und deswegen, aber Suzuki ist auch draußen mit Slicks noch, also das ist jetzt echt ein Pokerspiel, das ist echt, boah, wir sind jetzt, wir warten hier mit vorbereiteten Regenrädern und warten, ob sie reinkommen, weil das liegt im totalen Ermessen des Fahrers letztendlich. Unsere Konkurrenz, die Suzuki, die Seat Suzuki, ist jetzt gestürzt in Führung auf Slicks im Regen oder im Feuchten oder was auch immer. Die sind in der Box. Die Mechaniker reparieren das Bike. Somit müssen wir jetzt eigentlich in Führung gehen. Das ist quasi da, wo sich die Fahrer hier im LKW zwischen den Stints ausruhen. Physiotherapeut ist drin, der die ein bisschen
Servus, Bro. Wir haben unseren Physiotherapeuten, der die Fahrer ein bisschen auf Vordermann bringt, Gebrechen und so weiter, ausmassiert, oder? Ja, ein bisschen ausmassieren, müssen wir ein bisschen die Hände betäben, dass man einfach den Blasen vorbeugen und so weiter. Ansonsten muss man auch mal ein bisschen ausruhen. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen was zu essen noch organisieren können, dass man ein bisschen was im Bauch hat. Und das ist die Aufgabe für die nächsten, ja, doch 20 Stunden. Viel Spaß euch, ja? Ciao. Danke. So, das sieht jetzt gemütlich aus. Marvin, habe ich vorhin gesagt, der muss den Bauch nicht sehen. Ne? Marvin, was ist der Plan, um ein bisschen so fit zu bleiben? Banane essen und Shake trinken? Oder? Erstmal duschen gehen, dann eine kleine Massage oder vorhin noch ein kleines was essen. Dann gibt es eine kleine Kürbissuppe und dann eine kleine Massage. Und dann liegt man da 20 Minuten und dann kommt schon wieder der Christian und wieder anziehen. Wieder Zeit. Also zum Schlafen ist nicht viel Zeit, oder? Also ich schlafe sowieso wärm 24 Stunden rein nicht. Ich habe das mal gemacht und danach war ich beim nächsten echt fertig. Und ich lege mich nur hin, ruhe mich ein bisschen aus und das passt dann schon. Ja, aber habt ihr auf jeden Fall gemütlich hier drin, ne? Ja, hier kann man es aushalten. Richtig cool. Ja. Stimmt schon. Dass die Leute das da drin auch mal sehen, ne? Super. Okay, ja. Ich lasse euch in Ruhe. Zwei Uhr morgens. Wir sind in Führung, immer noch in Führung, seitdem es zu ringen angefangen hat, haben wir jetzt mittlerweile schon aufs Klicks gewechselt. Karel ist gerade draußen, geht jetzt aber, tauscht jetzt mit Marvin aus. Und falls jetzt nichts mehr Schlimmes passiert, skippe ich jetzt mal bis zum Sonnenaufgang. Aufzugehen. Ja, das ist was das Herz bricht. Das Bike mit dem Motorschaden hier im Bock stehen zu sehen und das Rennen vorbei ist und nichtsdestotrotz, das ist halt irgendwo Racing und es sind aber extrem viele Teams ausgeschieden, wirklich extrem viele Teams. Es ist auch Motorenmord hier auf der Strecke. So lange Geraden. Unglaublich. Ja, that's it. Also, danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann bald wiedersehen. Bis dahin und ciao. Thank you.